Das Aktienduell der Geldmeisterin mit Christian Drastil und Julia Kistner. Hallo Julia, servus. Hallo Christian, herzlichen Dank, sehr geschätzter Podcast-Kollege, dass du bei der Geldmeisterin zu Gast bist und dich erneut auf ein hartes Börsengefecht einlässt. Sehr, sehr gerne, liebe Julia. Für alle, die beim ersten Aktienduell im Vorjahr, das war genau am 28. März 2022, noch nicht dabei waren, vielleicht erkläre ich nochmal kurz die Spielregeln. Vor 14 Monaten haben wir uns eine Österreich-Aktie, eine deutsche Aktie und eine Weltaktie ausgesucht, von denen wir große Stücke halten und die zum damaligen aktuellen Kapitalmarktumfeld für uns auch Kandidaten gewesen wären, sie ins persönliche Portfolio zu legen. Und ich denke, bevor wir mit den neuen Börsenheroes ins Rennen gehen, würde ich ganz gern nochmal die Niederlagen und Siege unserer Kandidaten des Vorjahres nochmal zurückblicken. Wir stehen ja zu unseren Picks, oder Christian? Na, definitiv. Ich habe es eh schon immer wieder gesagt, auch glaube ich vor 14 Monaten, habe ich überlegt, ob ich da mitmachen soll, weil ich ja eigentlich der Meinung bin, dass wir langfristig gar nicht so viel sagen sollten, sondern einfach immer nur schnell reagieren, wenn sich was tut. Aber das war so eine sympathische Angabe auch, um zu sagen, drei Dinge, die man auch wirklich kauft, drei Aktien da reinzunehmen, und gerne war ich dabei. Und ja, ich kenne das Ergebnis schon, aber jetzt mal aufdecken. Genau. Okay, ja. Dann fangen wir mal mit unserer ersten Runde an. Das waren die Österreich-Aktien. Ich habe Andritz gewählt, du hast die Telekom Austria gewählt. Ja, ich glaube, da war ich ein bisschen glücklicher mit der Wahl von Andritz. Was meinst du? Also ich sage mal, ich bin mit der Telekom Austria sehr, sehr glücklich, obwohl sie leicht im Minus ist. Aber Andritz hast du natürlich den Vogel abgeschossen, mit die beste Aktie erwischt, die wir in Österreich sowieso haben, in der Long Run, und dann in den letzten 14 Monaten mehr als 40% plus, natürlich ganz, ganz gewaltig. Und die haben natürlich profitiert von den Anforderungen an neue Technologien, Umwelteffizienz und alles Mögliche. Großer Respekt, Julia. Und ich würde sie auch wieder kaufen. Ich habe bei etwas über 30% habe ich dann die Nerven verloren und habe sie verkauft bei dem Plus. Jetzt wären sie bei knapp 43% im Plus. Aber ich glaube sogar, wenn sie wieder ein bisschen zurückkommen, dass ich dann wieder schwach werde und dann aber die Aktien wirklich langfristig halte, weil ich finde halt, die sind so breit und gut aufgestellt. Die haben ja nicht nur im Hydrobereich zugelegt, sondern auch in den anderen Bereichen. Deswegen glaube ich einfach an die Aktie und auch an den neuen CEO. Also ich finde, das ist sehr nahtlos übergegangen von Wolfgang Leitner zu Joachim Schönbeck, und dem traue ich eigentlich auch noch sehr viel zu. Wie gesagt, ich schaue mir die Aktie weiter an und lege sie mir vielleicht dann wieder ins Portfolio, aber dann ins Langfristportfolio. Es würde mich aber trotzdem noch interessieren, warum ist die Telekom Austria vielleicht aus deiner Sicht leichte Minus oder nicht so gut wie vielleicht andere gelaufen? Und du siehst ja nach wie vor Potenzial in der Aktie, oder? Ja, definitiv. Also die Telekom Austria ist etwas besser als StarTX gelaufen. Natürlich gegen 42% plus sind meine minus 2% in der Österreich-Aktie sehr alt aussehend. Aber ich orientiere mich da einfach immer nach Alpha, nach dem ATX selbst und nach dem Punkt, würde ich die Aktie jetzt wieder kaufen. Ich glaube, die Telekom Austria hat im letzten Jahr sehr, sehr viel richtig gemacht, hat Weichen gestellt letztendlich, um hier in der Zukunft vor allem performen zu können. Aber der Punkt mit der Telekom Austria ist vor allem der, die haben natürlich zunächst gelitten unter den Preissteigerungen überall und konnten das erst später an die Kunden weitergeben. Auch nur, ich glaube, die Telekom-Branche hat das eh besonnen gemacht im Verhältnis zu anderen Branchen. Aber jetzt erst mit dem zweiten Quartal 2023 hat man weitergegeben, und das hat man natürlich in der Sicht noch nicht gesehen. Ich habe die Telekom als defensiven Pick auch für Österreich genommen, weil ich vor 12 Monaten eher sehr skeptisch war, was die Zukunft betrifft, und bin mit dieser Wahl zufrieden.
Bei Andritz, kann ich mich noch erinnern, hatte ich ein bisschen Sorgen. Die ist immer bei meinem Favorit auch und ich habe sie auch selbst, weil sie zu viele Dinge tut. Und da hat es bei großen Unternehmen, die viele Dinge tun, immer irgendwo dann doch eine Baustelle gegeben. Und wie du sagst, nicht unter Leitner, nicht unter Schönbeck. Die haben das gewaltig gemacht, haben tolle Teile von der VATEC, von der Kovacs-Gruppe gekauft. Also sind jetzt quasi das österreichische Konglomerat schlechthin und ganz großer Respekt. Ja. Gut, dann kommen wir zu unserer zweiten Runde. Da ging es ins Nachbarland Deutschland und da habe ich einen Wert gewählt, von dem du, glaube ich, damals nicht so viel gehalten hast, weil er so einen geringen Streubesitz hat und war die Hochtief-Aktie, also die spanisch dominierte deutsche Baukonzern und ich war einfach überzeugt, weil ich gesehen habe, das sind so viele staatliche Infrastrukturprogramme und die sind auch stark in Amerika. Da habe ich einfach gedacht, dass die sehr von diesen Covid-Programmen oder überhaupt von den Konjunkturprogrammen profitieren würden. Letztendlich ist bis heute ein Plus von 14% rausgekommen. Ich habe sie sogar schon mit 20 auch wieder verkauft, weil ich schwach geworden bin. Und da hatte ich ein bisschen Glück. Damit konnte ich nicht rechnen, dass der spanische Infrastrukturkonzern ACS, der hat praktisch von den italienischen Infrastrukturkonzernen seine Anteile gekauft und besitzt jetzt über 70% und das hat jetzt in den letzten Wochen die Aktie eben auch nach oben getrieben. Also wie gesagt, ich habe sie schon verkauft, aber ich würde sie auch zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mehr kaufen, weil da habe ich dich im Ohr und ein Streubesitz von nicht mal ganz 25% mit mehr oder weniger einem Großaktionär ist mir auch zu heiß im Baugeschäft. Ja, also war ein guter Deal, aber ich bin nicht mehr drinnen. Naja, also mein Deutschland-Tipp ist aus Sicht 14 Monate vollkommen daneben gegangen, die Evotec. Die hat fast, ja, also 37% hat sie verloren. Die hat mehrere Punkte gehabt, die das Geschäft belastet haben. Zum einen die Pharma-Biotech-Industrie, wo Evotec meiner Meinung nach eine tolle Plattform aufgebaut hat, auch mit dem Österreicher Werner Landthaler, den wir von der Intercell her noch kennen als CEO. Die haben erstens mal darunter gelitten, dass in der Covid- oder in der Post-Covid-Zeit viele Pharmahersteller einfach einen brutalen Geschäftseinbruch gehabt haben. Selbst diese, die einen Impfstoff gehabt haben und dann quasi die Nachfrage nach den Impfstoffen nach dieser einen Krankheit, die uns alle so lang beschäftigt hat, weggebrochen ist, im Kurs verloren haben. Bei Evotec ist noch dazu gekommen, dass sie Verzögerungen hatten und dann auch noch gehackt worden sind. Jetzt konnten sie den Quartalsbericht nicht rechtzeitig abliefern und sind noch aus Indizes rausgeflogen. Also da ist wirklich alles zusammengekommen, sodass diese Aktie aus der Sicht 14 Monate kein guter Pick war, aber sie gefällt mir nach wie vor und privat habe ich auch kein Stück verkauft, sondern eher ein bisschen zugekauft jetzt. Aber natürlich, das ist eine brutale Niederlage in der internationalen Sicht und da muss ich sagen, habe ich auch die Welt letztendlich selbst falsch eingeschätzt, was die Pharmaaktien betrifft. Aber das kannst du, lieber Christian, gut verkraften, wenn man sich den internationalen Pick anschaut. Das ist wirklich heiß. Also da hast du unser Motto Ready to Rumble wirklich ernst genommen. Du hast die World Wrestling Entertainment gewählt und damit eigentlich einen Riesenerfolg gehabt. Aber vielleicht erzählst du das besser selber. Ja, World Wrestling Entertainment, die ehemalige WWF, die World Wrestling Federation, die dann wegen dem World Wildlife Fund den Namen auf World Wrestling Entertainment ändern musste, schon vor Jahren, ist quasi der Weltmarktführer im Professional Wrestling und dem Rundherum, was nichts anderes als Entertainment ist, weil die Matchergebnisse, die Kampfergebnisse sind natürlich vorbesprochen und ausgemacht. Das ist ein riesen Soap-Opera-Ding, die letztendlich jetzt übernommen werden und mit dem größten Ultimate Fighting wieder so eine Catcher-Sache zusammengehen, die Firma Endeavor und die Marke UFC. Und das hat halt dazu geführt, dass die Aktie um 74% gestiegen ist. Die haben auch immer wieder Probleme mit dem CEO, der nicht wirklich gut jetzt mit Menschen und im Speziellen mit Frauen umgeht, der Vince McMahon. So. Aber all das hat dem Ganzen nicht schaden können und WWE ist letztendlich
ein bisschen mein Motto auch, I buy my life, was Aktien betrifft. Ich halte diese Aktie, seitdem sie an der Börse ist. Mhm. Also das war jetzt für mich keine große spontane Wahl, sondern ich glaube einfach an dieses Business, an diese Easy-Unterhaltung, die die größten Stadien der Welt führt. Und wenn die einen Main-Event haben, ist das immer der Worldwide Twitter Hashtag Number One. Ja. Das heißt also, du bleibst in der WWE auch investiert? Da gebe ich gerne zu, dass ich mich jetzt in der Übernahmesituation mal ein bisschen kürzer gemacht habe, ja, weil das doch ein neues Unternehmen ist, das ich mir erst anschauen muss. Und die Market Cap ist jetzt so gewaltig, dass man schon einmal Gewinne mitnehmen gehört auch dazu. Also ich bin eher so ein Beide-F-Tipp-Investor, der gerne unten zukauft, aber nach oben durchaus, und du hast das auch durchklingen lassen, bei der Andritz oder bei der Hochdieb durchaus auch mal verkauft, wenn es nach oben geht. Und ja, das halte ich auch für vernünftig, gerade bei so doch spekulativen Aktien wie die WWE. Ja, und jetzt habe ich genau mit einem geskripteten Kampf meinen einzigen Sieg von unseren drei Duellen geholt, obwohl deine Aktie auch keine schlechte war. Oh, naja, also in dem Jahr nicht so gut. Ich habe leider das nicht befolgt, was man befolgen sollte, I buy my life. Ich habe investiert in etwas, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, in Spirituosen bei Daggio. Ich habe einfach gesehen, dass sehr viel mehr harte Spirituosen, ich kann es nicht mal aussprechen, getrunken werden. Weil du auch eine Nicht-Alkoholikerin bist, hast du mir vor einem Jahr gesagt. Genau, ja, weil ich keinen Tropfen Alkohol trinke oder so gut wie nicht. Aber trotzdem habe ich gesehen in der Covid-Zeit, dass doch sehr viel getrunken wird und auch lustigerweise sehr viel über online. Da hat man dann nicht Bier gekauft, natürlich wegen Gewicht, sondern hat harte Spirituosen bestellt, und davon hat Diageo urviel profitiert, und das habe ich überschätzt, vielleicht das Geschäft damals, und ich habe mit einem Minus von 8,7% stehe ich jetzt da, aber diese Aktie habe ich trotzdem nicht verkauft, weil ich trotzdem an weiteren Alkoholkonsum glaube. Und ich traue Ihnen auch zu, wie Sie behaupten, dass Sie bis 2025 jährlich aus eigener Kraft 5-7% wachsen, weil der Markt ist ja sehr, sehr konzentriert schon. Und der Getränkeproduzent eben, der hat ein schwaches Nordamerika-Geschäft, okay, aber seine starken Premium-Marken sind trotzdem ziemlich rezessionssicher, und außerdem zahlt er immer Dividenden. Ich bleibe bei Diageo, auch wenn ich schlecht abgeschnitten habe hier. Und gratuliere dir natürlich zu WWE. Prost. Cheers. Santé. Ich muss mal, bevor du zum Auflösen kommst, I buy my life kurz einreihen. Ich glaube nicht, dass das zwingend richtig ist, I buy my life. Für mich persönlich ist es richtig einfach, weil ich sage, das ist ein emotionales Buy. Ich finde die Produkte gut, die begleiten mich im täglichen Leben zum Teil. Und insofern, ich glaube an die Forschung. Evotech forscht an 100 Krankheiten gleichzeitig und möchte die Krankheiten ausrotten. Wrestling begleitet mich immer. Ich habe diesen Zugang, aber ich möchte nicht behaupten, dass er richtig ist. Und deswegen agiere ich da auch wenig zyklisch einfach, sondern habe meine Wetten, die mein Leben ausmachen. Und das macht mich auch einfach zu einem zufriedenen Aktionär, auch wenn es mal nach unten geht. Das stimmt. Da tut man sich so ein bisschen dem Herdentrieb auch entziehen. Genau, ja. Hat vielleicht auch Verständnis für die Branche ein bisschen mehr als Fanboy. Das stimmt auch. Und auch über die Schwächen kennt man auch besser. Irgendwie. Genau, richtig. Es geht ja nicht nur um Good Times in dem Sinne, sondern Time in den Market einfach. Ja. Sehr gut. Ja, und dann löse ich gern unser Duell auf. Wir können uns, glaube ich, beide auf die Schulter klopfen. Also ich habe jetzt mal angenommen, wir hätten in jede Aktie 10.000 Euro reingesteckt. Ja, Christian, dann wärst du jetzt bei 33.402 Euro. Ich wäre bei 34.810 Euro, oder in Prozent ausgedrückt hättest du 11,34% Gewinn geschrieben und ich 16%. Also ich glaube, beim letztrigen Börsenjahr ist das ganz gut. Also ich gratuliere mal dir, weil es ging hier mal um das Duell auf jeden Fall. Ja. Ich bin total stolz auch auf meine Tipps natürlich, weil du hast es gesagt, wir haben in den ATX haben wir verloren in den 14 Monaten, und auch in S&P 500, wenn ich die beiden mal nur rausnehmen darf, gab es auch ein Minus. Und wenn wir da beide mit mehr als 10% im Plus liegen und du sogar mit 16%, dann ist das auch für diese spielerische Variante durchaus etwas, wo man sich, glaube ich, nicht verstecken braucht. Aber Gratulation an dich. An dich ebenfalls. Für den Sieg 2022/23. Weißt du, was an der Sache interessant ist? Weil du hast einen bisschen spekulativeren Ansatz
gehabt. Und was ich daraus lerne, ist, dass in schweren Börsenjahren, also dass man da auf defensivere Aktien setzt, ist nicht unbedingt falsch zu erklären. Das andere finde ich auch spannend. Du hast auch am Anfang gesagt, naja, du warst ein bisschen skeptisch für das Jahr. Ist kein Wunder, das ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen. Wir hatten die Energiekrise oder haben sie immer noch, aber damals hatten wir es nicht mal gelöst. Wir haben beide nämlich deswegen, kein einziger von uns hat einen echten Tech-Wert im Portfolio gehabt oder hat es gewählt. Wahrscheinlich aus dem Grund und weil die schon gut gelaufen sind. Ja, also das war bei mir auf jeden Fall der Fall und man sieht auch irgendwie diese typische Frau-Mann-Betrachtung. Der Mann hat den Ausreißer nach oben und den Ausreißer nach unten und die Frau den besseren Mittelwert und das bessere Gesamtergebnis. Das spiegelt sich in der Investment-Fonds-Manager-Welt oft wieder, dass die Männer die besten Fonds haben, aber die, sagen wir, die besten 5% dafür auch gleich die schlechtesten 20% und die Frauen im Schnitt besser sind. Ja. Also vielleicht durchaus ein bisschen spekulativer, obwohl ich nie und nimmer geglaubt hätte, dass die Evotech mein Problem werden würde, aber das gehört an der Börse dazu. Wer nicht wagt, der gewinnt nicht. Genau. Was aber jetzt vielleicht viel spannender ist, diesmal sind ja die Anforderungen ähnlich, nur habe ich gesagt, statt Deutschland kann man eine Europa-Aktie wählen. Wir haben dann auch beide noch einen vierten Kandidaten ins Rennen geschickt, nämlich einen Dauerläufer fürs Langfristdepot. Fangen wir vielleicht wieder mit der Equipe Autriche an. Christian, wen schickst du da ins Rennen? Also ich bin wieder ein bisschen bei beide Tipps in Österreich. Ja. Das sind die internationalen Hashtags BTFD. Beide gibt es auch, vor allem den jungen Leuten, haben es bei den Kryptowährungen gut eingesetzt in den letzten Monaten, die schon wieder deutlich gestiegen sind auch. Und ich habe mich für die AT&S entschieden. Mhm. Das ist ein Wert, der, seitdem wir begonnen haben, uns das anzuschauen, vor 14 Monaten von 57 auf 26 Euro gefallen ist, obwohl operativ schon was passiert ist natürlich. Die leiden natürlich unter der Wirtschaftskrise und dann den Nachfragemangel jetzt natürlich nach deren Produkten, nach IC-Substraten, Halbleitern und so weiter und auch den Leiterplatten. Aber die große Story ist meiner Meinung nach intakt, nur von den Zielerreichungen nach hinten verschoben. Und dafür ist mein Rückgang von 57 auf 26 einfach zu viel und nehme AT&S als meinen Österreich-Tipp. Mhm. Der ganze Markt hat sich in die Aktie verliebt gehabt. Das war long von fast allen und sie war vielleicht mit den 57 oder aus heutiger Sicht ziemlich sicher zu teuer. Aber das ist auch so eine Krankheit in Österreich, dass wir gern sehr schnell steigen und dann auch umso stärker wieder fallen. Mhm, das stimmt, ja. Also AT&S sehr, sehr mutig, aber sehr, sehr interessant. Also da bin ich gespannt, wie die sich entwickelt. Ja, ich natürlich auch. Die habe ich privat, also als größte Position in meinem Wikifolio. Wirklich? Gemeinsam mit einer anderen Aktie, die ich noch nenne. Ja. Wow. Also ich habe da was ganz Konträres gewählt, was wirklich, wirklich Langweiliges. Kannst du dir vorstellen, wen ich gewählt habe? Langweilig im ATX momentan. Ja. Also defensiv, langweilig steht für die, also defensive Aktien haben wir nicht allzu viele im ATX. Der Verbund war mal defensiv, ist es sicherlich nicht mehr, seitdem der Herr Bundeskanzler, Post oder EVN oder Meyer-Mellenhof? EVN habe ich gewählt, ja. Genau aus dem entgegengesetzten Grund, warum ich das letzte Mal auch Andritz gewählt habe. Andritz hat mir immer der CEO oder das Management gefallen. Bei EVN gefällt es mir nicht ganz so. Und ich glaube, eigentlich ähnlich wie der Shareholder-Aktivist Klaus Umek, dass da noch was zu holen ist. Ich weiß, die Aktie hat schon aufgeholt. Und es ist aber immer noch so, dass den Verbundanteil, den die EVN hält, doch schon den Aktienkurs ausmacht. Und ich glaube einfach, diese ganzen Auslandsgeschäfte, die ewig Verluste einfahren, da wird ja irgendwann mal was passieren. Das wird irgendjemand mal richtig managen. I'm sorry, you're fired. Get out of here. Andere Versorger sind aktienmäßig vom Kurs, also wenn man es mit Schweizer ähnlichen Firmen vergleicht. Also ich glaube einfach, da ist immer noch Luft nach oben. Ja, klingt sehr gut. Ist die beste Aktie der ersten vier Monate allerdings. Ja. Also wir haben schon etwas aufgeholt. Der Verbund schwächelt ja enorm. Und die EVN hat, glaube ich, doch 30% plus seit Jahresbeginn. Aber da, du hast vollkommen recht, da ist noch immer ein Gap da natürlich. Und die müssen mal zeigen, dass sie außer der Verbundbeteiligung wieder. Also dann hätten wir mal Österreich. Also wir haben beide, glaube ich, Fallen Angels. Schauen wir mal, was rauskommt.
Dann Europa, was hast du da gewählt? Ich habe deine Angabe sehr breit gefasst und ich nenne mich ja Homey Bee, weil ich gern zu Hause bin. Also Bee at Home und auch Homey Bee für Home Bias. Also so ein Rappername irgendwie, Homey Bee. Und ich habe eine in Frankreich hauptnotierende halbösterreichische Aktie gewählt, die Valneva. Mhm. Ja. Ähnliche Geschichte wie Evotec. Und wenn ich bei Evotec von -37% spreche, spreche ich da fast von -80%. Also die Aktie hat von 23 Euro auf 4,28 Euro oder 4,30 Euro verloren im letzten Jahr. Da war die große Geschichte mit dem Totimpfstoff oder wie man den auch immer dann genau fachlich nennen wollte, der letztendlich nirgendwo seine wirkliche Zulassung bekommen hat oder wenn ja, viel zu spät. Da hat mir jegliche Unterstützung auch der österreichischen Regierung gefehlt, so wie in anderen Ländern für die nationalen Hersteller viel stärker zu sehen war. Das gilt auch für eine Marinomed, sage ich jetzt mal in diesem Atemzug. Und die Valneva ist jetzt gefallen eben auf tiefe 4 Euro, hat aber ein Portfolio mit japanischer Enzephalitis, letztendlich Chikungunya, das sind alles Riesendinge. Und auch Covid würde ich noch nicht ganz, Cholera ist auch noch so ein Thema. Dann ist noch Pfizer eingestiegen beim Unternehmen. Ich denke, irgendwann könnten die Schnupfen vielleicht slash Risikohinweis, sodass ich glaube, das ist beide Tipp zum Quadrat. Sicherlich die spekulativste Wette, aber ich denke, da müsste vom gegenwärtigen Niveau auch ordentlich Upside da sein. Also deswegen habe ich mich für die Valneva entschieden. Da verliere ich gerne gegen dich, weil die Valneva habe ich natürlich auch selbst im Portfolio mit zweistelligen Minus. Aber ich glaube auch weiterhin an den CEO, den Thomas Lingelbach aus Österreich. Genau. Also ich habe eigentlich auch gar nicht auf den Totimpfstoff gesetzt, sondern ich finde eben dieser Chikungunya-Virus so spannend, der im Süden von Nordamerika die Leute in Schrecken versetzt, weil der angeblich solche Symptome wie Demenz hat. Und es ist so eine Gefahr, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde, hat mir der CEO erzählt, sogar ein Preisgeld von 10 Milliarden US-Dollar an jenen Impfstoffhersteller ausgesetzt hat, der eben als erstes das schafft, da was zuzulassen dagegen. Ja. Und das wäre natürlich ein Mega-Coup, wenn sie das schaffen. Ja, also ich bleibe auch drinnen und hoffe, dass du da gewinnst. Dann ist ja schon alles gut eigentlich. Ne? Genau. Aber jetzt bin ich neugierig. Ja, ich gehe aber trotzdem auch mit einem, der sehr viele Verluste schreibt, 2022 ins Rennen. Das ist Adidas. Die waren ja wirklich ganz schön, sind ganz schön durch die Presse gegangen, zu Recht. Also ich glaube trotzdem an diesen deutschen Leuchtturm, weil ich denke einfach, die haben da schnell reagiert auf die beiden Debakel. Das ist einmal eben diese in die Hose gegangene GC-Schuh-Kooperation mit dem Rapper West. Und das andere dann auch noch natürlich die Verluste, die sie in Russland schreiben. Da können sie natürlich wenig dafür. Und in China, weil China natürlich auf ihre eigenen Marken setzt und sowohl Adidas als auch Nike das Leben schwer macht. Ja. Aber ich glaube einfach, dieser Björn Gulden, dieser neue Adidas-Chef, der gekommen ist von Puma, der löst das Problem, bin ich mir ganz sicher. Also die Strategien, die er angekündigt hat, finde ich gut. Also in Amerika wollen sie sich wieder mehr auf ihre Sportstärken besinnen, also auf einfach die Technik, Basketball und Soccer oder Fußball. Und in China haben sie chinesische Designer angeheuert und wollen da eben mehr auf den chinesischen Markt eingehen. Finde ich beides gute Ideen und ich glaube, man muss ihm ein bisschen Zeit lassen. Aber auch die Einstiegschancen sind einfach gegeben bei einem Kurs, ja, also der praktisch unter dem inneren Wert fast notiert. Also ja, finde ich eine gute Einstiegsgelegenheit, Adidas. Woke up an optimist. Ist für mich sicherlich auch eine I-Buy-My-Life-Aktie vom Zugang her und dieses Abschwenken in die Rapper-Szene und so weiter, das war schon ein bisschen Rokoko, sage ich jetzt mal fast, war natürlich gutes Geschäft gemacht und jetzt sind sie ein bisschen wieder back to the roots und ich bin absolut entspannt. Wie es auf 12 Monate ausschaut, wird man wie bei allen Aktien sehen, aber in den Long Run bin ich da absolut entspannt, was Adidas betrifft. Ja. Dann sind wir bei internationaler Aktie, da bin ich jetzt gespannt. Jetzt fangst du mal an. Okay, fange ich an. Also ja.
Ich setze auf keinen No-Name, sondern ich bin da wieder vorsichtig, ich setze auf Amazon, auch wenn die so geprügelt wurden in der letzten Zeit und, glaube ich, in den letzten 12 Monaten fast 16% verloren haben. Aber wo eine Krise, da eine Chance. Und ich glaube einfach, dass das Home Standard Matter, das sie jetzt auch mit ihrer Alexa verbinden wollen, also da sehe ich viel Chance. In der KI sehe ich sie weit vorne. Und ich glaube auch, dass sie einfach auch der gesamte Versandhandel, der ist noch lang nicht, auch wenn sie jetzt viel wieder Mitarbeiter entlassen haben, aber ich glaube, der ist noch nicht am Ende und hat noch nicht den Anteil, den er langfristig haben wird. Also ich selbst im Kerngeschäft, glaube ich, sind noch Chancen vorhanden, viele, viele. Und das Cloud-Geschäft, glaube ich, bleibt eher auch ein großer Player. Ja, und sie sind nicht immer noch nicht günstig, aber günstiger. Und ich setze auf Amazon, ja. Also ich habe jetzt ein paar Nasdaq-Zertifikate, Bonus-Zertifikate gekauft. Und wer Nasdaq-Bonus-Zertifikate kauft, der kauft auch die Amazon mit. Ja. Also sehen wir, ich glaube daran, dass diese Tech-Megatrends jetzt neue Fahrt aufnehmen werden. Das hat uns im Vorjahr brutalst erwischt. Sowas musste auch mal sein. Mhm. Und ja, ich habe auch einen Nasdaq-Wert genommen, Welt, und habe allerdings nicht in einem Bonuszertifikat, dass der irgendeine Bedeutung hätte. Es ist eine relativ junge Aktie, die auch einen Österreich-Bezug hat. Wie könnte ich anders? Sportradar. Das ist ein, sagt mir nichts. Ja, genau. Denen gehört Laola 1, die besitzen quasi extrem wertvolle, subjektiv aus meiner Sicht, Rechte an Sportdaten, zum Beispiel im Basketball, jetzt ATP, im Tennis, aus meinem Sport, Fußball. Also unglaublich viele Sportarten, sehr starke Army-Sportarten unter Anführungszeichen auch dabei. Die sind in der Pandemie an die Börse gegangen zu 28 und sind jetzt bei 12 zu haben. Und an denen führt hier als Weltmarktführer meiner Meinung nach in den Megamarkt Sport und in den Megamarkt Big Data noch dazu nichts vorbei. Und deswegen sind die für mich bei 12 wieder mit Risikohinweis ein klarer Kauf nach dem I Buy My Life Fokus. Und ich glaube, dass sich die Schöne holen dann in den nächsten Monaten auch. Also da lache ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe eh nie gelacht, ja. Aber ich war nur wirklich erstaunt über WWE. Aber an dieses datengetriebene Sporterlebnis rund um das Live-Match rundherum, ja, mit Transferwerten, mit Videos, die direkt rausgeschossen werden, Chats, Wetten, alles Mögliche angebunden. Also da glaube ich, dass das wirklich ein Megamarkt ist. Aber ich gebe zu, ich bin da als Riesensportfan halt natürlich auch ein bisschen auf dem anderen Auge blind, was die Risiken betrifft. Und wir haben gesehen in der Pandemie, wenn der gesamte Live-Sport auf der Welt plötzlich wegfällt, gibt es auch da ein Problem. Das heißt, aber das wollen wir doch nicht hoffen, weil sonst könnte das, dass sowas wiederkommt. Ja. Aber du hast jetzt eh einen schönen Mix. Du hast praktisch eine Impfstoffhersteller, du hast einen Sport im Sportbereich, dann hast du einen Techniker mit ATS. Genau. Jetzt bin ich gespannt. Also das war schon bewusst, ja. Genau. Ja, hast mir bewusst verschiedene Branchen genommen. Und dauert, ja. Was ist dann dein Dauerläufer? Du, ich habe es gespoilert, ganz leicht zu Beginn, die Telekom Austria. Diese Geschichte hier hat für mich, wenn die ein halbes Jahr länger gedauert hätte, unsere erste Wette, hätte ich die andere jetzt nicht eingeholt mit der Telekom Austria, das glaube ich nicht. Aber ich wäre vielleicht insgesamt näher an dich rangekommen, weil ich glaube ganz speziell an die Telekom Austria jetzt, aus mehreren Gründen. Ja. Die sind jetzt seit mehr als 20 Jahren an der Börse, dann vor 2 Jahren aus dem ATX gefallen. Die haben nie ein Commitment zum Kapitalmarkt gegeben. Als Firma, ich sage mal, eine Telekom Austria, die gehört einfach in den ATX, aber die haben das nie wirklich ernst genommen. Und jetzt gibt es eine Kapitalmarktstory. Erstmals meiner Meinung nach für dieses Unternehmen. Man wird die Funktürme an die Börse bringen. Das ist bereits geoutet. Das hat weltweit super Returns gebracht bei vergleichbaren Stories, zum Beispiel Vantage Towers in Deutschland. Das wird für die Aktionäre quasi abgespalten werden. Also wenn du Telekom Austria besitzt, dann wirst du auch Vantage Towers bekommen. In diesem Umfeld bin ich überzeugt und ich rechne auch so Schattenlisten mit, die Wiener Börse mit ihrer Beobachtungsliste, die immer 12-Monats-Zyklus hat, noch nicht veröffentlicht hat. Aber die Telekom ist virtuell schon wieder zurück im ATX, ist da vor 2,5 Jahren rausgefallen. Gegen die EVN damals. Die EVN wird es als Rausfaller nicht erwischen, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um die Telekom Austria. Mhm. Ich glaube, sie wird auch in den MSCI Austria zurückkommen und eine neue Investorenschicht ansprechen können, mehr Handelsvolumen haben können. Das mit den Preissteigerungen, die man jetzt teilweise an die Kunden weitergeben konnte, habe ich gesagt. Mhm. Ich glaube einfach, dass die Telekom eine Market Story ist,
die eine höhere Börsepräsenz, neue Investoren, neue Indexzugehörigkeiten, die Abspaltung. Ich glaube da einfach dran, dass das als Langfristdepot einfach eine wunderschöne Sache ist. Und als du diese Zusatzfacette eingeworfen hast, habe ich gesagt, Telekom. Für mich in der Sekunde. Das ist wirklich spannend. Also mit der Spin-off-Fantasie, an die habe ich nicht gedacht, weil sonst habe ich mir echt gedacht, wo ist da die Fantasie? Jetzt haben sie ja gerade einen neuen Syndikatsvertrag gemacht, der Carlos Slim Amix mit der Staatsholding ÖBAG, und da haben sie auch beschlossen, dass der Streubesitz von 20,5% bleibt. Ja. Also die Fantasie ist wirklich bei den Funkmasten, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das ist ein Teil davon. Zweitens haben sie das Kerngeschäft wirklich mit guten Margen jetzt im Griff und vor allem das Commitment. Die haben proaktiv ohne Not und ohne, dass eine Journalistin oder Journalist gefragt hat, wir bringen diese Masten an die Börse zusätzlich. Das hat man schon gesehen bei Immofinanz und Buwog. Das war was Gutes damals, was da vor 9 Jahren in Wien passiert ist. Und ich glaube einfach, dass eine höhere Visibilität und nicht ein permanent mitschwingender, unlässiger Börserückzug da einfach eine Marktstory ist. Und günstig ist die Aktie sowieso im internationalen Vergleich. Und wenn dann noch Liquidität reinkommt, ist es als Defensiv-Pick, und es ist nicht mehr, die wird nicht verdoppeln. Ja, das ist. Bei der Valneva ist 100% drin, bei der Sportradar genauso wie Verlust von 50%. Das wird beides meiner Meinung nach bei der Telekom nicht passieren. Aber da geht es halt auch fürs Langfristdepot, und da sehe ich jetzt die tiefen 7 Euro, die unter dem Einstiegskurs vom Börsengang vor 23 Jahren sind, durchaus als attraktiv. Und als Homebee, was hältst du dann davon, dass im September dann praktisch der Arnolder als CEO mehr oder weniger auf den Stellvertreterposten verschoben wird? Du, das war kommuniziert. Ich glaube, Plater macht auch gute Commitments, was das Unternehmen betrifft. Ist jetzt nicht nur so ein Stellvertreter für einen Großaktionär, der da irgendwie seinen Schädel hinhält, sondern sich tatsächlich auch engagiert, auch immer wieder Directors Dealings macht und so weiter. Also ich glaube, das ist Politik unter den Großaktionären und kein schlechtes Signal. Ich schätze Arnoldner und Plater. Ja. Also das ist kein Verlust des österreichischen Einflusses. Glaube ich nicht, nein. Okay. Also ich bin beim Dauerläufer in die weite Welt gegangen. Eigentlich gar nicht so, sondern eigentlich habe nur aus dem Fenster geschaut und habe die Traktoren beobachtet, wo immer öfters auch der Hirsch drauf ist. John Deere, John 316. Ich weiß es. Genau, du weißt, wen ich meine, gell? Nee, das weiß ich. Ja, genau. Aber was sagst du? John Deere. Also John Deere ist einfach für mich ein Wahnsinnsunternehmen. Nicht nur, weil ich ein kleiner Traktorfreak bin, aber auch, weil ich finde, das ist kein Landwirtschaftsmaschinenproduzent mehr, sondern das ist wirklich gehört zu den großen Agtech-Aktien. Also wenn man denkt, die Landwirtschaft, die muss ja viel effizienter werden, weil wir sind jetzt, glaube ich, bei 7,6 Milliarden Weltbevölkerung und die steigt noch auf 11 bis 12 Milliarden und da wird alles sozusagen in Bewegung gesetzt, dass man da mehr rausmacht aus den bestehenden Ernten. Und dieser Wert John Deere, was sie auch praktisch auch für die Biodiversität machen können, indem sie wesentlich weniger, ein Drittel weniger spritzen müssen mit ihren GPS-gesteuerten Düngemittelanhängern und auch, also nicht nur Düngemittel, sondern auch Spritzen, viel weniger Bedarf ist da. Und sie haben sogar für die Biolandwirtschaft Maschinen, die früher man nicht mit Maschinen dort einsetzen konnte. Und John Deere ist natürlich, also zum Beispiel der Konkurrent, der amerikanische, der hat einen KGV von 10, die liegt bei 17 momentan. Wo du sagst, okay, ist stolz, aber dafür ist er Technologieführer. Und ich finde, beim Langfristinvestment sollte man auch nicht so auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis nur schauen. Also sollte man sowieso nicht immer nur auf KGV schauen, aber da schon gar nicht. Und natürlich, die Dividende zahlt auch ein bisschen. Das seit 35 Jahren hat er das nicht gesenkt. Und die ist nicht stolz mit 1,35% Dividendenrendite, aber das will ich ja auch gar nicht, weil die sollen ja ihr Geld in die Entwicklung stecken. Aber ich denke mir, das ist so eine richtige Oma-Aktie, wo man nichts falsch machen kann. Ja, nichts falsch machen, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil wir haben gesehen, dass auch unsinkbare Schiffe sinken können. Ja.
Aber ich bin voll bei dir, was die Aktie betrifft. Die sind ja IoT-Kings irgendwie, haben auch Recurring-Umsätze geschafft über Software und so. Ich habe mir die im Vorjahr näher angeschaut, weil eine Übernahme auch in Österreich war von Chrysler Electric. Die haben uns einen Börsengang, einen potenziellen weggeschnappt. Und dabei habe ich mir das ein bisschen näher angeschaut. Ja, wahnsinnig geniales Geschäftsmodell, um die in der direkten Biergruppe einfach technologisch überlegen. Mhm. Die können da den Traktor einfach abdrehen, über wenn du ihn nicht zahlt hast, oder auch in Leasingmodellen und so weiter. Also wirklich genial. Mhm. Ja. Und sie sind technologisch weit vorne. Und dass Agrartech ein Riesenthema wird, ich glaube, das ist klar. Ja. Mhm. Da hast du ja was Ordentliches vorgelegt wieder. Ja, du auch. Also ich. Wie lang tun wir denn? Ich bin sicher spekulativer diesmal. Definitiv. Also mit Valneva und Sportradar und AT&S. Ja, Telekom ist da. Ja, ja, da bin ich wirklich sehr, sehr defensiv unterwegs. Mit EVN sowieso, mit Amazon, John Deere, Adidas vielleicht. Aber selbst das ist jetzt kein sehr spekulativer Titel. Ich weiß, ich bin vorsichtig. Schauen wir mal, was rauskommt. Ich würde sagen, ich ruf dich in sechs Monaten. Was haben wir? 6 Monate? Schauen wir mal rein. Machen wir, okay, Countdown läuft und in 6 Monaten Stichtag sprechen wir wieder. Und die Wette gilt und dann schauen wir, wo wir gestrandet sind. Also ich hoffe, wir sind beide wieder so gut wie das letzte Jahr. Ja, wir schauen es uns an. Und was ich schätze an dem Format, das du da gewählt hast, dass wir es reflektieren, nachher im Guten wie im Schlechten. Und auch das ist, glaube ich, sehr edukativ und das ist wichtig. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Quartalszahlen von all den Werten, weil das wird schon eine Guidance geben dann. Du kannst vielleicht noch kurz erzählen, wo man dich findet und wie man dich findet. Danke. Also ich bin unter audio-cd.at jetzt vertreten und unter der Website findet man eigentlich das Spektrum aus Wiener Börse, Sport, Musik und mehr, wie ich das nenne. Also, wir hören uns. Genau. Okay, Julia, tschüss. Ich freue mich drauf. Bis bald. Tschüss. Über aktuelle Börsenaufreger und Ereignisse berichtet Werktag für Werktag übrigens die kleine Podcast-Schwester der Geldmeisterin, die Börsenminute. Überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, Facebook, LinkedIn, Xing und auch auf www.geldmeisterin.com. Eine erfolgreiche Anlagewoche wünscht euch die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind. Es handelt sich keinesfalls um Investmentempfehlungen, Rechts- oder Anlageberatungen. Das Gesagte, Geschriebene und Dargestellte kann und soll auch nicht das persönliche Gespräch mit deiner Finanzberaterin ersetzen. Auch sind weder die Geldmeisterin noch Julia Kistner informiert darüber, wie es mit deiner Vermögenssituation ausschaut, deinen Bedürfnissen, familiären Umständen, deinem Finanzwissen, die Risikoneigung oder deinen Anlagehorizont. Anlegen erfolgt daher auf eigene Gefahr. Die Geldmeisterin und Julia Kistner haften nicht für Anlageentscheidungen, die aufgrund ihrer Medienbeiträge getroffen werden. Kurzum, für die Geldmeisterin und Julia Kistner war es immer ein Vergnügen, dich bei deinem Vermögensaufbau zu inspirieren. Auf deinen eigenen, persönlich richtigen Geldesel musst du schon selbst setzen. Viel Erfolg!